Also ich hatte einen Unfall gehabt vor ein paar Tagen und ich habe noch nicht drüber erzählt, hatte keine Lust. Ich habe jetzt eine Schiene und Krücken, ja. Ich dürfte theoretisch nicht mehr Skifahren jetzt in den nächsten 3 Wochen, aber mal schauen. Ich bin optimistisch. Ich habe noch nichts drüber erzählt, weil ich keine Lust hatte, aber ich habe auch nichts mehr gefilmt. Ich würde jetzt aber probieren, die Wolf auf Schnee wieder. In Theorie hätte ich ins Bett sein müssen mit dem Fuß hoch, aber ich kann es einfach nicht. Ich habe gesehen, was für tolle Wetter draußen ist. Ne? Daher, Krücken weg. Zack. Und lass uns mal schauen, ob ich doch mit dem Skateboard klarkomme. Trotzdem Fußhumpel. Alright. So, let's go. Hallo. Versuchen Sie es ein bisschen nach draußen. Ja. Ja. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Das macht Spaß. Ich kann nicht Skifahren, aber ich kann mit dem Skateboard fahren nach dem Unfall. Das ist genial. Die Skateboardfahrt war super! Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vor allem, nachdem man 2 Tage ins Bett liegt, nochmal raus und frische Luft. Es ist fantastisch. Jetzt habe ich vor, an dem Gondel zu gehen. Call Riser heißt den Gondel. Und hoch auf den Berg und da oben einmal Drohne fliegen. Ja, was bleibt mir jetzt übrig, als hier im Dorf zu hocken? Ich kann heute noch nicht fahren, aber ich habe größere Skischuhe geliehen und wahrscheinlich übermorgen versuche ich mit dem größeren Skischuhe und die Schiene in die Schuhe dann Ski zu fahren. I know, it's a little bit crazy. Also hier ist die Hotel Dosis. Das ist ein wunderschönes Hotel, wo ich im Sommer war. Es ist wahnsinnig. Es muss wahnsinnig auch im Winter sein, die Außenpol im Schnee. Das ist einfach genial. Erste Gondel in 3 Tage. Das fühlt sich so großartig, nachdem du 3 Tage ins Bett liegst. Ja, und die Pisten sind so wunderschön und einladend. Die Wetter ist fabelhaft. Also es ist echt Traum-Skiwetter. Du kannst dich über nichts beschweren. Und ich muss ins Bett liegen. Nee. Ab Montag nicht mehr. Jetzt fahre ich hoch zum Cold Racer. Das ist eine schöne Hütte, ein Hotel auch. Und da mache ich ein bisschen Pause. Und danach fliege ich die Drohne da. Ich hoffe auf ein paar schöne Luftaufnahmen und dann kommen wir wieder runter. And let's go. Ich bin bereit, mit dem Elektro-Fatbike auf den Berg zu gehen.
bin heute Ski gefahren mit der Schiene. Deswegen habe ich zwei verschiedene Schuhe. Und ich wette, die Versicherung wird das nicht so gerne haben. Aber guck mal, wie schön ist das. Das ist die letzte Skitag heute. Ich musste einfach raus. Ein paar Monate später, ich melde mich aus Süditalien, La Mezza Terme, und ich möchte nur kurz sagen, dieser Kanal wird gelöscht. Oder vielleicht nicht gelöscht, aber ich musste die Richtung ein bisschen ändern. Es ist nicht möglich, jede Woche in mehr Sprachen auf verschiedene Kanäle zu posten, das habe ich gemerkt. Das kann ich nicht ständig, nicht nachhaltig machen. Deswegen, die Reisevideos werden nur auf dem englischen Kanal gepostet, und das ist die GuideAngelo.com. Das ist direkt auf YouTube, GuideAngelo.com, nur auf Englisch, und die Reisevideos werden dann dort zu finden. Und sonst, auf diesem Kanal, vielleicht schaffe ich einmal in die Woche etwas Relevantes zu machen, was in dem Internet oder auf der Welt passiert oder sowas. Ich überlege mich noch. Habt ihr den? Schreibt irgendwas in die Kommentare. Das ist nur eine kurze Botschaft, ein richtiges Video mit dieser Ankündigung kommt noch, aber deswegen habe ich auch so lange nicht mehr gepostet. Ich dachte, ich ende jetzt die Staffel von den Bergen da, von den Dolomiten, und dann kann ich weiter zu den anderen Projekten gehen. Das war's. Tschüss.